Hallo, liebe Kultistinnen und Kultisten. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir aber machen heute einen neuen Let's Talk. Ja, tatsächlich, der Valentinstag rückt näher. Und dieser äußerst bedeutsame Tag für jegliche Pralinenhersteller und Blumenverkäufer, den wollen wir natürlich auch begehen. Und deswegen bringen wir heute ein bisschen Romantik in den Horror hinein. God, I love you. Ja, tatsächlich bin ich aber kein allzu großer Fan von Valentinstag. Aber dennoch, diese Kombination aus Romantik und Horror, die passt manchmal einfach wie die Faust aufs Auge, ob man es denn glaubt oder nicht glaubt. Und deswegen möchte ich heute mit euch 5 Filme besprechen, die einfach eine wunderbare Kombination aus tatsächlich Horrorfilm und Romantikfilm sind. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt in die Liste nach dem Intro. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ja, tatsächlich Romantik und Horror, tendenziell würde man ja glauben, nichts passt schlechter zusammen. Aber dann muss man ein bisschen über die Stränge sozusagen sehen oder ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, weil eigentlich würde ich sogar sagen, gibt es bestimmte Horrorgenren, die eigentlich perfekt mit einer romantischen Hintergrundgeschichte zusammenpassen. Und allein wenn man bedenkt, dass das ganze Vampir-Thema und der Vampir, wie er in den letzten Jahren dargestellt ist, oftmals einen romantischen oder verführerischen Touch hat, liegt ja nichts näher, als das mit einer romantischen Geschichte zu verweben. Spoiler-Alarm aber, Dracula kommt nicht in der Liste vor. Ich habe mir extra ein paar Kategorien genommen, die eher ein wenig zu überraschen wissen. Und tatsächlich aber sind viele davon nur am Rande angekratzt Horror, andere sind richtig straightforward Horror. Und da das Ganze ein Community-Thema ist, würde ich sagen, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was haltet ihr von Valentinstag und wie findet ihr es, wenn romantische Elemente oder Liebeselemente in Horrorfilmen vorkommen. Gut, schlecht, findet ihr passt überhaupt nicht oder sagt ihr, ist mal eine neue Kombination, muss ich nicht immer schauen, aber kann man schon mal machen. Und ich würde sagen, mit diesem Thema starten wir jetzt in die Liste von den 5 Filmen, die ich aber zum Valentinstag gefunden habe. Es ist keine Top-Liste, sondern ich habe es kategorisch sortiert. Und deswegen fangen wir an mit Nummer 1 der Liste. Und das ist ein Film, den ich in die Kategorie Psychokiller plus Romantik einbringen würde. Und man ist ja immer wieder entsetzt oder erstaunt, wie oft tatsächlich irgendein romantischer Hintergrund bei einem Serienkiller-Film oder ein Slasher einfach dabei ist. Entweder, weil die Protagonisten einen romantischen Hintergrund haben oder aber, weil tatsächlich das Motiv der Grausamkeit oder der Gewalt oder der Obsession tatsächlich Romantik ist. Man könnte da sehr viele nennen, zum Beispiel Maniac hat eine Liebesgeschichte, ja, der gute Mann, der ein Skalpjäger ist, der aber ist ja auch unsterblich verliebt in sein Opfer. Oder nehmen wir zum Beispiel Stephen Kings Misery, die ja auch eine sehr seltsame Beziehung hat. Aber der Film bei diesem Punkt, den ich gefunden habe, den ich ganz grandios finde, ist The Loved Ones. Der Film ist wirklich, wirklich gut. Der fällt eigentlich in so ein, wie will man sagen, Slasher-Genre würde ich ihn einordnen. Oder ins Torture-Genre. Es geht darum, dass ein Highschool-Mädchen sich natürlich unsterblich in den Mann ihre Träume auf der Highschool verliebt und man merkt schon, dass sie ein etwas sehr seltsames Verhältnis zu Liebe hat, dass es etwas mehr Besessenheit ist, als so die übliche Liebe, wie man sich sie vorstellt. Und als sie ihn dann erwischt, wie er tatsächlich ein Auto mit einer anderen rummacht, denkt sie zur Prom Night, also sozusagen zum Abschlussball, gibt es nichts Besseres, als ihren Vater loszuschicken, ihn zu kidnappen. Und ihn tatsächlich aber an einer eigenen Prom-Night-Feier teilnehmen zu lassen. Nämlich nur eine Prom-Night-Feier für sie, ihn und ihren Vater, der milde gesagt genauso psychisch gestört ist wie sie. Und der Film ist einfach ausgezeichnet inszeniert, wie ich finde, weil die Hauptdarstellerin, die stellt diese Psychotante, wenn man sie denn so nennen will, oder diese Psychopathin, stellt sie einfach so gut und aggressiv dar, wie man einfach einen Psychopathen gut darstellen kann. Nämlich hin und her schwingen zwischen liebevoll zu ihm. Sag, happy. Happy. Dann aber vollkommen aggressiv und auf Rache sinnend. Es ist wirklich herrlich, wie sie diese Rolle spielt. Und es ist auch ziemlich düster, was in dem Film passiert. Er ist wirklich, wirklich blutig. Also tatsächlich eine Warnung an alle, die den Film gucken wollen. Der Film geht ziemlich hart zur Sache. Bring den Hammer, Daddy.
Er geht nicht so hart zur Sache wie andere Filme aus dem Genre, aber ist dennoch nichts für schwache Nerven. Spoiler-Alarm, zum Beispiel die Szene mit der Bohrmaschine, die hat mir schon einigen Schauer über den Rücken gejagt. Aber auch andere Szenen sind äußerst gewaltvoll. Und so beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, weil er versucht natürlich mehrere Mal zu entkommen aus dieser schrecklichen Lage. Und das Ende will ich natürlich nicht spoilern, aber schaut euch unbedingt mal den Film an. Das ist ein richtig guter Slasher- oder Entführungsfilm. Und der passt auf jeden Fall wunderbar auf die Liste, weil mehr rosa Herzchen und mehr Prom Night werdet ihr tatsächlich in selten einem Film finden. So, kommen wir zu Film Nummer 2. Aus der Kategorie Vampirfilm und Liebesgeschichte gibt es ja sehr, sehr viele, die man hier nennen kann. Ich wollte extra nicht den Klassiker Dracula nennen, weil auch hier hängt eine Liebesgeschichte im Hintergrund. Eine sehr tragische Liebesgeschichte. Aber Dracula kennt mittlerweile jeder. Deswegen bin ich auf den Film Only Lovers Left Alive gekommen. Und dieser Film ist ein bisschen anders. Also wenn ihr nach üblichen Horrorfilmen sucht, wird dieser Film euch vielleicht nicht gefallen. Denn tatsächlich ist dieser Film ja schon Horror. Warum? Weil es ja um Vampire und Blut auch geht. Aber es geht eher um eine sehr, sehr melancholische Stimmung eines Vampirpärchens, das die Jahrhunderte miteinander erlebt hat. Und die Rollen sind faszinierend gut besetzt mit Tilda Swinton in der Hauptrolle und auch Tom Hiddleston in der Hauptrolle, der auch den Loki gespielt hat. Und tatsächlich passen die einfach von der Chemie her absolut wunderbar zusammen. I have what you need. Not what I need. Und das Ganze ist ein Vampir-Drama und erzählt in relativ langsamer Erzählung und auch nicht sehr actionreich und nicht sehr blutig, erzählt es einfach, wie es ist, als Vampir die Jahrhunderte zu durchleben. Und es hat einen sehr dramatischen und auch sehr traurigen und teilweise auch depressive Töne. Here's another one. This is also with feet. Ah. Oh, fuck. Nämlich, es stellt sich immer wieder die Frage, was machst du noch, wenn du alles gesehen hast? Wie ist es, wenn du einfach jahrhundertelang lebst und siehst, dass die Menschheit immer wieder die gleichen Fehler macht oder sich einfach alles immer und immer wiederholt? Die Technik passt sich an, klar, die Jahrhunderte ziehen ins Land, Musik verändert sich, Kleidung verändert sich, aber irgendwie bleiben die Menschen und die Dinge doch gleich. Und so wird auch immer ein bisschen verglichen mit Vampir Society und Menschen Society. Und diese beiden, dieses Liebespärchen, ist tatsächlich einfach nur dem Vampirsein fast überdrüssig und müde. Und deswegen ist es eine sehr langsame Erzählung, eine sehr interessante Erzählung. Es hat auch viele romantische Stellen dabei. Wie gesagt, die beiden haben eine unglaublich gute Chemie. Mirror to glow. I never get tired of that old mirror gag. Zuletzt nochmal gesagt, ist der Film natürlich ab 12. Warum? Es kommt nicht viel Action vor, es kommt nicht viel Blut vor, sondern es ist eine sehr langsam erzählte Vampir-Love-Story. Dennoch aber kann ich den empfehlen, weil er glänzt einfach durch seine Themen, durch seine Bilder, durch die Schauspieler, die mitspielen. Es ist äußerst gut besetzt, der Film. Any other ideas? Well, we could feed him into a wood chipper, like in that movie Fargo. You haven't seen Fargo? I have no idea what you're talking about. A movie with Steve Buscemi? I don't know who that is. Oh, darling, you're so unhip. Und trotz der Langsamkeit des Films hat er mich absolut in seinen Bann gezogen. Ich habe den wunderbar gerne von Anfang bis Schluss geschaut. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ist mal ein ganz anderer Vampirfilm, aber passt auf jeden Fall wunderbar, wer ein bisschen Vampirromanze sucht.
Der nächste Film aber, den wir haben, in der Kategorie Untotenromanze, der aber war gar nicht mal so schwer zu finden, weil da gibt es einen Film, den ich immer im Kopf habe. Es ist jetzt kein Teen-Zombie-Film, wie ihr vielleicht glaubt, also nicht sowas wie Warm Bodies oder sowas. Auf sowas stehe ich eher vielleicht weniger, sondern es ist Return of the Living Dead 3. Ja, dieser Film aber, der ist eigentlich ein Horrorfilm, wie er im Buche steht, und dennoch verknüpft er Zombie-Dasein oder zum Zombie-Werden mit einer Liebesgeschichte, mit einer Romanze. Und es geht darum, eine junge Frau und ihr Freund fahren auf dem Motorrad, haben einen tragischen Unfall. Es erinnert ein bisschen wie an den Pfosten von Hereditary 1.0. Und tatsächlich aber kommt sie bei diesem schlimmen Verkehrsunfall ums Leben. Der Freund aber hat zufällig einen Vater, der beim Militär arbeitet. So ein Glück. Und deswegen machen sie nichts anderes. Wer würde es nicht tun, außer in diese militärische Anlage einzubrechen und mit Chemiewaffen sie wieder zum Leben zu erwecken. Und was passiert natürlich? Ja, man kann es sich vorstellen, sonst hätte ich es nicht schon etwas vorgespoilert. Oder sonst würde schon der Titel nicht alles voransagen. Tatsächlich verwandelt sie sich Stück für Stück in einen Zombie. Oh Gott, I feel so goddamn hungry. Julie. You brought me back. You should have just left me dead. Und der Film ist richtig gut gemacht tatsächlich. Ich finde ihn ausgezeichnet gemacht. Es ist selten ein Zombie so heiß und so sexy dargestellt worden in einem Horrorfilm, wie die junge Frau aber, die von den Toten zurückkehrt. Fetischisiert, könnte man sagen, ist das Ganze ein bisschen, weil sie trägt dann am Schluss eine Lederkluft mit Klauenhänden und hat auch Glassplitter aus ihrem Kopf. Das Ganze wirkt wirklich wie so ein bisschen düsteres Lack-and-Leder-Video. Aber zwischendurch sind die Practical Effects der Zombies und der Zombie-Tode super gut. Sie entwickelt natürlich den Hunger auf das Fleisch der Lebenden. When it doesn't hurt, I get hungry. And the pain isn't helping anymore. Und die Practical Effects finde ich eh in den abklingenden 80ern vollkommen fantastisch, wo noch viel mit Practical Effects und nicht mit CGI gearbeitet wurde. Und man sieht natürlich an, dass das Budget des Films nicht wahnsinnig war, wie oftmals damals Zombie-Filme kein wahnsinniges Budget hatten. Aber daraus haben sie richtig guten Trash gemacht. Also lasst euch nicht irren, das ist natürlich kein Klassiker wie Dawn of the Dead oder ähnliches, aber dennoch, das was hier gemacht wurde, das ist ein richtig schöner Fun-Splatter-Film. Und den kann man auch anschauen und er hat das Thema Romance, weil wer würde nicht bis zum letzten Schritt gehen und seine Geliebte oder seinen Geliebten wieder von den Toten zurückholen, um noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen zu können. Ja, kann ich nur empfehlen, Return of the Living Dead 3 ist einfach super. Ein vierter Film, eine vierte Kategorie, nämlich diesmal ist es Monsterromanze. Und da mag man vielleicht erstmal an Werwolf-Filme oder ähnliches denken, aber ich habe mir extra einen Film ausgesucht, der so ein bisschen in Richtung Lovecraft geht. Und dieser Film heißt Spring. Und Spring ist ein sehr interessanter Film. Es geht eigentlich darum, dass ein Mann aus persönlichen Problemen beginnt sozusagen auszuwandern und entschwindet nach Italien, wo er sozusagen Rucksacktourist wird. Und da lernt er eine Frau kennen, die wunderschön ist und aber auch mysteriös und anscheinend ein seltsames Geheimnis hat. Haben wir uns nicht vorhin gesehen? Ich bin der Kerl, der dich nur angeglotzt hat, statt dich anzusprechen und Hi zu sagen. Erinnerst du dich? Ach, Scheiße. Englisch? Lass uns was trinken. Und so verlieben sich die beiden und bald schon stellt sich heraus, dass ihr Geheimnis ganz schön abscheulich ist, will man fast sagen. Ein abscheuliches Geheimnis hat sie. Und da stellt sich die Frage, was ist stärker, der Abscheu aber oder die Liebe? Ja,
wie ihr es euch vorstellen könnt, wir sind immer noch beim Valentinstag. Muss es ja hoffentlich die Liebe sein. Schaut euch den Film an, wenn ihr es wissen wollt. Nun, und tatsächlich aber ist der Film vielleicht nicht für jedermann, weil er erzählt keine Action-Story wie einige Filme hier auf der Liste, sondern er arbeitet sehr gut mit Practical Effects und wenn ich ihn kategorisieren müsste, klar ist er zwar noch ein Horrorfilm, aber er geht fast schon so ein bisschen in den Sci-Fi-Bereich rein. Und als man wirklich sieht, was für ein genetisches Problem diese Frau hat. Und als sie dann ihre Tentakel und ihren Horror ausfährt, da sind die Practical Effects wirklich absolut on top und perfekt umgesetzt. Man weiß nicht, soll man Mitleid haben, soll man entsetzt sein, soll man abgestoßen sein. Die Practical Effects sind einfach wunderbar umgesetzt in Spring. Und am Anfang hat es so ein bisschen, oder hat es für mich so ein bisschen einen B-Movie-Touch gehabt, wie so ein etwas schlecht gedrehter Liebesfilm. Aber je mehr der Film sozusagen in Fahrt kommt, umso interessanter fand ich dann auch das Thema und auch die Beziehung mit den beiden und wie es dort weitergeht. Und aber ob die Liebe obsiegt oder was mit ihren schrecklichen, schrecklichen, düsteren Geheimnis passiert. Wir werden beide wie die Gestalten da enden, ich meine... Ja, in vielleicht 50 Jahren, na komm schon. Also würdest du dein Leben aufgeben, um Vater zu werden? Ich bin illegal eingewanderter Olivenbauer, auf zu neuen Ufern. Willst du wirklich den Rest deines Lebens mit mir verbringen? Ja. Würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen. Ist wie gesagt ein auch wieder ziemlich ruhiger Horrorfilm. Man sieht einiges an Practical Effects, was mich durchaus beeindruckt hat. Aber es ist nicht wahnsinnig viel Blut oder Gore in diesem Horrorfilm. Aber dennoch fand ich den durchaus ansprechend. Und deswegen passt er eigentlich ziemlich gut auf unsere Valentinstagsliste. Der letzte Film der Liste fällt unter vielleicht die Kategorie, wie ich sie nennen würde, Spukromanze oder Geisterromanze. Und tatsächlich aber ist es keine Romanze in diesem Film zwischen Geist und Mensch, sondern das Ganze drumherum ist sehr mit Geistern verbunden. Nämlich ich spreche von einem Hollywood-Horrorfilm, auch wieder mit einer ziemlich guten Starbesetzung. Nämlich wir reden über Crimson Peak. Und Crimson Peak aber, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hat er mich noch nicht so wirklich mitgerissen. Es geht darum, dass eine junge Autorin trifft einen verarmten Adligen aus England und schon bald aber verlieben sich die beiden oder er macht ihr den Hof, wie man so schön sagen will. Und nachdem ihr Vater auf sehr mysteriöse Weise gestorben ist, ja, sind wir mal ehrlich, so leichte Spoiler kann ich vorab gehen, er wird umgebracht. Da aber heiraten die beiden und ziehen zurück nach England, nämlich an einen Ort, den die Einheimischen Crimson Peak, also den purpurroten Gipfel, nennen. Und schon vorher hat sie unheimliche Geistervisionen, die sie vor diesen Ort warnen, vor Crimson Peak warnen. Töte dich vor Crimson Peak. Und als sie dorthin ziehen, lernt sie schon bald die Schwester ihres Mannes kennen, die sehr, sehr feindselig ihr gegenüber ist. Und schon bald bemerkt man, dass es da mehr gibt hinter Crimson Peak, dass tatsächlich dieser ganze Ort verflucht scheint, Geistererscheinungen und düstere Bilder aber tauchen auf. Und man merkt, dass vielleicht an dieser Hochzeit mehr dran ist als nur pure Liebe. Und dennoch aber entfaltet sich die Liebesgeschichte immer weiter bis zum Schluss, bis zum großen Finale, das ich natürlich nicht vorweg spoilern will. Und der Film hat mir, wie gesagt, das erste Mal hat er mich nicht ganz überzeugt, weil er zu einfach war, zu viel Hollywood war. Aber ich habe ihn dann zu lieben gelernt. Die Schauspieler sind furchtbar gut besetzt. Es ist wieder Tom Hiddleston. Ja, ihr seht, tatsächlich, aber spielt er in vielen Romantikfilmen auch mit. Und Mia Wasikowska, die ist auch richtig gut spielt, die hat auch die Alice gespielt, in der gleichen Hollywood-Verfilmung Alice im Wunderland. Und tatsächlich aber fand ich den Film dann später, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, doch um einiges beeindruckend. Weil die Effekte richtig gut sind, die Geistereffekte sind richtig gut. Und was mich so wahnsinnig fasziniert hat, ist die Einsamkeit des Ortes. Dieses Crimson Peak ist wahnsinnig gut dargestellt, dieser rote Gipfel.
das Haus, das ja auf einer roten Lehmgrube ist, wo roter Lehm auch aus den Wänden zu einigen Zeiten sickert, ist einfach so eine wunderbare Mischung aus Schneelandschaft und roter Tonlandschaft. Und es ist ein wunderbar dargestellter viktorianischer Film in England und einfach dieses Feeling, dieses Flair, das der Film rüberbringt, das ist richtig gut gemacht. Wir versuchen, das Haus zu halten, so gut wir können, aber mit dem Kalt und dem Regen ist es unmöglich, die Dampf und die Erosion zu stoppen. Und mit den Minen direkt unter uns, well, the wood is rotting and the house is sinking. Ist auch nicht ganz ohne, ich würde nicht sagen, dass es ein sehr brutaler Horrorfilm ist, weil er wie gesagt doch eher in diese Spuk- und Geisterkategorie fällt. Aber es gab schon einige Szenen, die haben mich ganz gut gegruselt dabei. Und wie gesagt, ich lerne langsam diesen Film immer mehr lieben, weil einfach der Ort und das Geschehen ist und die Atmosphäre sowas von dicht und unheimlich sind, dass es mich manchmal sogar ein bisschen an einen Tim Burton Film erinnert hat. Schaut euch Crimson Peak an, ist ein Film für die ganze Familie. Nein, eher für einen ruhigen Abend mit Freund oder Freundin. Ich fand den Film einfach zum Gruseln und auch teilweise sehr romantisch oder mit einem sehr starken romantischen Hintergrund. Ja, das waren meine 5 Kategorie-Empfehlungen, die ich gefunden habe. Ich habe extra ein bisschen durchgemischt, sodass man manche sehr splatterige Filme hat, manchmal sehr blutige Filme, manche sehr ruhige, eher nachdenkliche Filme. Ich glaube, wenn ihr diese Filme schaut, werdet ihr vielleicht hoffentlich einen Film finden, der vielleicht für euch zum Valentinstag schön blutig genug ist. Nun, wie sieht es mit euch aus? Jetzt die Frage an die Community. Was sind eure absolut liebsten Romantik-Horrorfilme? Nennt sie mir gerne. Wie gesagt, man spricht ja im Horrorbereich selten über Romantik, aber dennoch finde ich, passt das Thema manchmal wirklich wie die Faust aufs Auge. Nun, schreibt es mir gerne in die Kommentare, welchen Film hättet ihr noch gern hier in der Liste gesehen oder habt ihr irgendeine Valentinstag-Tradition, die mit Horror zu tun hat, die ihr sozusagen jeden Valentinstag feiert oder feiert ihr vielleicht einen Anti-Valentinstag, indem ihr euch nur The Human Centipede reinschaut oder andere schlimme Horrorfilme, die vielleicht auch gar nichts mit Romantik zu tun haben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich lese jeden Kommentare. Ich freue mich auch wieder, ein bisschen Unterhaltung und Konversation über Horror mit euch zu betreiben. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Talk. Ich wünsche euch viel Schokolade oder dass ihr den Valentinstag einfach so begeht, wie ihr möchtet. Entweder mit Blümchen, mit Pralinen oder einfach so, wie ihr wollt und ihn vielleicht auch vollkommen ignoriert. Und wie immer, mögen die großen Alten mit euch sein. Macht es gut. Bis dann. Ciao.